EEG-Umlage, also dieser Aufpreis für den Strom, die Umlage sinkt und zwar schon ganz schön deutlich von 6,5 auf 3,7 Cent. EEG-Umlage, was war das nochmal? EEG, Erneuerbare Energiengesetz. Es geht darum, Ökostrom zu fördern, Windräder bauen. Das kostet eben erstmal Geld. Wenn sie dann mal stehen, dann ist der Strom wiederum ziemlich günstig. Wir gucken uns jetzt an, warum sinkt jetzt diese Umlage und was haben wir wirklich davon? Jetzt wollte der Eigentümer räumen und hat das vor Gericht dann eben auch durchgesetzt. Und wir gucken jetzt kurz zurück in die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Da ist dieses Wohnhaus in Duisburg komplett abgebrannt, als die Retter eintreffen. Da ist sofort klar, hier geht's um Leben und Tod. Ja, nach Erkenntnissen der Polizei war das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen. Also eine Flucht über die Treppen war nicht mehr möglich. Und für eine 49 Jahre alte Frau bedeutete das fast das Ende. Aber dann taucht in wirklich letzter Minute ein absolut mutiger Feuerwehrmann auf. Heute sind Bilder dieser dramatischen Rettung aufgetaucht. Ich spreche jetzt mit dem Vorsitzenden der Jungen Union Nordrhein-Westfalen, der auch ein ausgesprochen aussichtsreicher Kandidat ist für den Bundesvorsitz, also sehr zukunftsorientiert. Johannes Wink, Vorsitzenden Armin Laschet bis zu allen möglichen Nachfolgern, aber Markus Söder kommt nicht. Ärgert Sie das? Erreicht die Jungen als Wählerinnen und Wähler nicht mehr. 11% in der. Haben Sie denn die Wahlniederlage vernünftig auf? Richtig offen gesprochen über Fehler, wird es da auch mal rum? Ja, Ja. absolut rührend Ja. dabei zuzugucken. Ist es. Wunderbar. Ja. Was haben wir über Klimaschutz und Klimapolitik geredet in den letzten Wochen und Monaten reichlich? Ja, oh ja. Und wir werden es auch weiter tun, jetzt in Berlin offiziell zu Koalitionsverhandlungen über die Ampel geführt werden. Und dann geht es meistens um Autos, um Flugzeuge, um Wärmedämmung. Was wir oft außen vor lassen, ist das hier. Alles. Angekündigt hat, dass er sich zurückziehen will. Ja, es geht um eine ganze Menge. Wer führt die CDU demnächst? Und wie stellt sich die Partei für die Zukunft auf? Denn, und das ist natürlich besonders bitter für die JU, die Junge Union, die Partei hat bei den jungen Wählerinnen und Wählern wirklich dramatisch schlecht abgeschnitten, muss Ja. man sagen. Also, wie wollen die Jungen in der Union die Partei wieder nach vorne bringen, jetzt in der Opposition nach der verlorenen Wahl? Wir haben bei JUlan in Dortmund mal nachgefragt. Dürfen wir vorstellen, das ist Köpi, das Bauwagencamp an der Köpenicker Straße mittendrin in Berlin. Ein linkes Wohnprojekt, Überbleibsel der Hausbesetzer Jahre und eines der letzten Symbolprojekte der linken, der linksradikalen Szene in der Hauptstadt. Und heute hat die Polizei Köpi geräumt, gegen alle Widerstände mit Räumpanzer und Kettensäge. Vergessen, bis 12 Jahren kann noch gar nicht geimpft werden und bis 18 erst seit kurzem. Und genau in diesen Gruppen hat das Virus natürlich gerade auch leichtes Spiel.